In diesem Video wiederholen wir die Winkelfunktion Cosinus und lernen dann die Normalprojektion kennen. Die Winkelfunktion Cosinus kannst du anwenden im rechtwinkeligen Dreieck und die besagt uns, dass der Cosinus von einem Winkel ist das Verhältnis aus Ankathete und Hypotenuse. Die Ankathete ist immer die Seite, die am Winkel liegt und die Hypotenuse ist die Seite, die gegenüber vom rechten Winkel, also hier liegt. Was ist die Normalprojektion? Die Normalprojektion ist die Seite, die entsteht, wenn du den Vektor w auf den Vektor v projizierst. Also dieser Vektor wird auf diesen Vektor projiziert und deshalb erhalten wir hier die Normalprojektion. Das Ganze ist der Fall, wenn phi ein spitzer Winkel ist. Wenn der Winkel ein rechter ist, dann ist die Normalprojektion genau der Anfangspunkt von beiden Vektoren. Und wenn der Winkel phi größer als 90 Grad, also ein stumpfer Winkel ist, dann ist die Normalprojektion diese Seite, nämlich in die andere Richtung. Das Vorzeichen von v mal w zeigt, ob v und w einen spitzen, rechten oder stumpfen Winkel einschließen. Erinnere dich zurück, wie du das Skalarprodukt kennengelernt hast. Wenn das Skalarprodukt von zwei Winkeln gleich 0 ist, dann weißt du, dass zwischen den beiden Vektoren ein rechter Winkel ist. Wenn das Skalarprodukt größer als 0 ist, haben wir einen spitzen Winkel zwischen den beiden Vektoren und wenn das Skalarprodukt kleiner als 0 ist, einen stumpfen Winkel. Auch der Betrag des Skalarprodukts hat eine geometrische Bedeutung. Und zwar, im ersten Fall schließen die Vektoren v und w einen spitzen Winkel phi ein. Dieser Fall wird uns hier aufgezeichnet. Dann gilt, das Skalarprodukt von v und w ist dasselbe wie der Betrag von v mal der Betrag von der Normalprojektion. Das können wir begründen, indem wir den Cosinus von phi auf zwei verschiedene Arten berechnen. Nämlich den Cosinus von phi mit der Vektorwinkelformel. Die lautet ja, der Cosinus von phi ist das Skalarprodukt aus den beiden Seiten durch das Produkt aus der Länge vom einen Winkel mal die Länge vom anderen Winkel. In unserem Fall also v mal w durch eben die Länge dieser beiden Vektoren multipliziert. Und für diese Seite der Gleichung brauchen wir jetzt die Winkelfunktion im rechtwinkeligen Dreieck, nämlich die Ankathete durch die Hypotenuse. Die Ankathete ist in unserem Fall diese Seite, also die Normalprojektion. Und die Hypotenuse, die Seite gegenüber vom rechten Winkel, nämlich der Vektor w. Und weil wir ja die Länge brauchen, den Betrag davon. Und wenn wir jetzt diese beiden Brüche gleichsetzen und auf v mal w umformen, bekommen wir genau das, was wir hier herum stehen haben, nämlich dass das Skalarprodukt von v und w dasselbe ist wie das Produkt aus der Länge von v mal der Länge von der Normalprojektion. Im zweiten Punkt schließen unsere beiden Vektoren jetzt einen stumpfen Winkel ein. Das haben wir hier aufgezeichnet. Und jetzt gilt, v mal w ist gleich minus die Länge von v mal die Länge von der Normalprojektion. Wir können das auf dieselbe Art begründen, nur müssen wir uns jetzt ein anderes Dreieck anschauen für unsere Winkelfunktion Cosinus, nämlich das hier. Hier haben wir jetzt unser rechtwinkeliges Dreieck. Das heißt, wir müssen jetzt den Winkel 180 Grad minus phi nehmen, das ist nämlich dieser. Das ist 180 Grad minus phi. Die Ankathete ist jetzt wieder die Normalprojektion durch die Hypotenuse. Unser rechter Winkel ist hier, also ist unsere Hypotenuse der Betrag von w. Und das Ganze ist eigentlich minus der Cosinus von phi. Deshalb musst du hier jetzt ein Minus ergänzen.
Wenn wir jetzt wieder diese beiden Seiten gleichsetzen und umformen auf v mal w, erhalten wir minus der Betrag von v mal der Betrag von der Normalprojektion. Und das ist genau das, was wir hier behauptet haben. Und jetzt noch die Frage, stimmen die Formeln auch, wenn v und w einen rechten Winkel einschließen? Dazu schauen wir noch einen Schritt zurück. Wenn v und w einen rechten Winkel einschließen, dann wissen wir ja, dass die Normalprojektion nur dieser Punkt ist. Und die Länge von einem Punkt ist immer 0. Das heißt, wenn wir jetzt diese Seite mal 0 multiplizieren, bekommen wir sicher eine 0 heraus. Und wie du weißt, wenn zwei Vektoren einen rechten Winkel einschließen, ist das Skalarprodukt 0. Das heißt, auf dieser Seite würden wir auch 0 herausbekommen. Deshalb stimmen die Formeln auch, wenn v und w einen rechten Winkel einschließen. Das war's, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.